Jedes Jahr werden Spiele größer, besser und vor allem eins, realistischer. Durch neue Techniken wie Raytracing, HDR oder Global Illumination werden Spielegrafiken immer lebensechter. Doch das gilt nicht nur für die Spiele von heute. Mit modernen Grafikmods können Spiele, die eigentlich schon viele Jahre alt sind, auch optisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Leider benötigt das auch häufig enorm viel Rechenleistung, die man ohne teures Gaming-Setup nicht erreichen kann. Willkommen bei Wissen. Wir präsentieren euch heute einige alte Spiele, die durch Grafikmods komplett neu wirken. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit Skyrim. Das Computer-Rollenspiel erschien im Jahr 2011 für PC und Konsole und ist bis heute eins der am meisten gemoddeten Spiele aller Zeiten. Als das Spiel vor 8 Jahren erschien, war es bereits ein technisches Meisterwerk. Die Größe der Spielwelt, wie auch die grafischen Details, begeisterten damals Fans der Elder Scrolls-Reihe. Wenn man die Originalgrafik des Spiels heutzutage betrachtet, fallen allerdings viele Schwächen auf. Spieleentwickler Bethesda brachte daher vor einigen Jahren eine Special Edition von Skyrim heraus, die Grafik aufwertete. Doch die war im Vergleich zu einigen Grafikmods recht unspektakulär. Zum Beispiel der Mod Rudy ENB. Rudy ENB gilt als eine der besten Skyrim-Grafikmods und das auch nicht ohne Grund. Die Farbvielfalt, der Lichteinfall und die Wettereffekte schlagen die Standardversion um Längen. Wenn man einen besonders leistungsstarken PC besitzt und neben Rudy ENB auch noch zahlreiche weitere Grafikmods verwendet, wirkt das über 8 Jahre alte Skyrim wie ein Spiel der aktuellen Gaming-Generation. Kommen wir jetzt zu Minecraft. Das Sandbox-Spiel, das im Jahr 2009 als spielbare Beta erschien, gilt inzwischen als eins der meistverkauften Computerspiele der Welt. Minecraft war nie ein Spiel, das mit einer besonders realistischen Grafik auffiel. Ganz im Gegenteil, die niedrig aufgelösten Texturen von Minecraft ermöglichten überhaupt erst die scheinbar unendlich große Spielwelt und all die Möglichkeiten, sie zu verändern. Der Realismus von Minecraft lag also vor allem im Spielgefühl und nicht in der Grafik. Doch bereits kurz nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, kamen bereits die ersten Grafikmods auf, die Minecraft auch optisch zu einem völlig neuen Level an Realismus verhalfen. Die bekannteste und populärste Grafikmod war die Sonic Others Unbelievable Shader Mod. Wie der Name schon andeutet, optimiert die Shader Mod insbesondere die Lichtdarstellung und den Wurf der Schatten. Auch die Darstellung von Wasser wurde durch die Shader Mod viel realistischer. Doch die technischen Anforderungen, um die Mod überhaupt flüssig nutzen zu können, waren sehr hoch und setzten äußerst leistungsstarke PCs voraus. Mit der Zeit wurde die Shader-Mod auch immer weiterentwickelt und immer mehr Entwickler brachten zudem auch eigene Shader raus, die teilweise sogar noch beeindruckender sind. Aktuell gibt es sogar schon Shader, die sogenannte Raytracing-Technik nutzen, mit unglaublichen Ergebnissen. Wenn man sich das so ansieht, dann kann man nur schwer glauben, dass dieses Spiel eigentlich 10 Jahre alt ist. Kommen wir zu GTA 4. Im April 2008 veröffentlichte Rockstar Games das 9. Spiel der GTA-Reihe und setzte damals nicht nur grafiktechnisch neue Maßstäbe, auch das Gameplay sowie die Größe und Komplexität der Map war eine Neuheit. Erstmals setzte Rockstar Games auf die selbstentwickelte Rage Engine, die vor allem durch die realistischere Physik der Spielfiguren viele Fans begeisterte. Eine Sache, die jedoch vor allem in den Jahren nach der Erscheinung des Spiels immer häufiger negativ auffiel, war der graue und fast schon düstere Look von Liberty City. Und so entstanden nach und nach immer wieder Mods, die nicht nur die Grafik aufbesserten, sondern dem ganzen Spiel auch einen ganz anderen Look verpassten. Im direkten Vergleich zum Original erkennt man zum Beispiel bei der ENB-Mod vom russischen Entwickler Boris Woronzow, dass die Farben deutlich kräftiger wirken und der gräuliche Filter komplett verschwunden ist. Was wir hier sehen, ist jedoch nicht nur eine einzelne Mod. Für die Autos sowie die Texturen der Gebäude wurden hier ebenfalls Mods genutzt, die hochauflösende Oberflächen ermöglichen. Bleiben wir direkt bei GTA und kommen zu einem Teil der Reihe, der bereits so alt ist, dass viele ihn wahrscheinlich gar nicht gespielt haben werden. Und zwar geht es um GTA Vice City. Das Spiel erschien im Jahr 2002 für die PlayStation 2 und ein Jahr später für den PC. Wenn man das Spiel heutzutage betrachtet, wirkt es eher wie ein Handygame als etwas, für das man mal eine Konsole brauchte. Tatsächlich wurde GTA Vice City inzwischen auch für Smartphone optimiert und ist nun als App downloadbar. Die Smartphone-Version ist dem originalen Spiel technisch sogar weit voraus. Doch tatsächlich schafften es einige Modder, das Spiel auch grafisch vom Original abzuheben. In GTA Vice City Rage verknüpften Modder Vice City mit der Rage Engine aus GTA 4. Das verbesserte nicht nur das Aussehen der Charaktere, auch die Welt
und die Physik, wie auch Schatten- und Wettereffekte, wurden dadurch optimiert. Dass das Spiel auf der Engine von GTA 4 basiert, erkennt man vor allem am Verhalten der Fahrzeuge oder dem Zielkreuz bei Angriffen. Bei Texturen der Gebäude verbessert die Rage-Version jedoch relativ wenig. Die Map wirkt im Vergleich zu den Fahrzeugen und Personen nur wie eine Pappkulisse. Weiter geht's mit Crysis. Das Computerspiel Crysis wurde im Jahr 2007 vom deutschen Entwicklerstudio Crytek veröffentlicht, das vor allem für die Videospielreihe Far Cry bekannt war. Zu Beginn war Crysis fast ausschließlich für seine unglaubliche Grafik bekannt, die vor über 12 Jahren kaum ein PC wirklich ausreizen konnte. Möglich machte dies die CryEngine, eine Grafikengine von Crytek, die damals als beste Grafikengine der Welt galt. Sie zeichnete sich vor allem durch eine hohe Sichtweite und eine realitätsgetreue Darstellung von Wasser aus. Crysis war durch die CryEngine damals seiner Zeit voraus und mit keinem anderen Spiel aus 2007 vergleichbar. Selbst moderne PCs haben noch einige Probleme damit, das Spiel in den höchsten Einstellungen flüssig darstellen zu können. Doch einigen Gamern war das noch nicht genug. Und so wurden bereits vor über 10 Jahren Mods entwickelt, die die ohnehin schon hohe Grafik nochmal um einiges realistischer machte. Zum Beispiel entstand so die Photorealistic Mod, die Crysis um einen Tiefen- und Schärfeeffekt und eine bessere Farbdarstellung erweiterte. Die bekannteste und beste Grafikmod für Crysis ist allerdings Blackfire 2. In Kombination mit einem Shader-Mod macht Blackfire Crysis zu einem Spiel, das so auch unter heutigen Videospielen nicht negativ auffallen würde. Kommen wir nun zu dem neuesten Titel in unserer Liste, Star Wars Battlefront. Das Spiel erschien bereits im Jahr 2004 und wurde im Jahr 2015 von EA komplett neu entwickelt. Star Wars Battlefront ist quasi die Star Wars Version des Kriegsshooters Battlefield und in der Neuauflage des Spiels wurde vor allem an der Grafik des Games geschraubt. Erstmals kam bei Star Wars Battlefront die erneuerte Frostbite Engine zum Einsatz, die das Spiel zu einem optischen Highlight machte. Doch nur kurze Zeit nach Erscheinen des Spiels kamen bereits erste Grafikmods auf, die Star Wars Battlefront sogar noch lebensechter machten. Vor allem der Real-Life-Mod hob das Spiel auf ein Level an Realismus an, das fast mit den Star Wars-Filmen mithalten kann. Als nächstes kommen wir erneut zu GTA, diesmal zu dem wohl beliebtesten Teil der gesamten Videospielreihe, und zwar GTA San Andreas. GTA San Andreas erschien nur 2 Jahre später als Vice City, und zwar im Jahr 2004. Zur Zeit der Veröffentlichung war GTA San Andreas wohl das größte Videospiel bisher. Die Map ist selbst für heutige Maßstäbe noch enorm groß, und auch das Gameplay und vor allem die Story wurden von den nachfolgenden GTA-Teilen bisher, laut Meinung vieler Experten, noch nicht übertroffen. Was die Grafik angeht, so ist GTA San Andreas allerdings nicht mehr ganz auf der Höhe. Dass das Spiel 15 Jahre alt ist, merkt man ihm auch an. Vor allem die Darstellung der Charaktere ist äußerst kantig und unecht. Doch natürlich gibt es auch für den wohl beliebtesten GTA-Teil aller Zeiten einige Grafikmods, die dem Spiel zu neuem Realismus verhelfen. Die Mod, die das am besten schafft, ist die sogenannte San Andreas DirectX 2 Mod. Zum einen schafft sie eine hohe Sichtweite, klare und gute Farbdarstellung. Zum anderen ermöglicht die Mod auch eine bessere Darstellung von Licht und Lichtreflexionen. Besonders fällt das auf den Straßen auf, die in der Mod fast wie ein Spiegel wirken. Eine andere Grafikmod, die GTA San Andreas auf einen modernen Stand bringt, ist Jefferson Retextured. Die Mod macht auch die Gebäudefassaden und andere Texturen so realistisch, dass man hier nur wenig Unterschied zu GTA 5 feststellen kann. Kommen wir als letztes noch zu The Witcher 3. Das Spiel ist inzwischen über 4 Jahre alt. Doch das merkt man ihm nicht direkt an. Was das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red bei dem Titel geleistet hat, ist äußerst beeindruckend. Die Spielwelt und vor allem die Grafik von The Witcher 3 macht es zu einem der besten Spiele im Jahr 2015. Doch trotz seiner überragenden Grafik wurde The Witcher 3 zu seiner Veröffentlichung kritisiert. Denn wie häufiger bei Videospielen waren die Trailer und die ersten Demo-Versionen grafisch nochmal deutlich besser. Das Entwicklerstudio reduzierte angeblich die Grafikleistung des Spiels in der finalen Version und verärgerte damit viele Fans. Kurz nach der Veröffentlichung des Spiels entstanden einige Grafikmods, die das Spiel visuell noch einmal optimieren konnten. Die wohl beste und bekannteste dieser Mods ist Poppy Reshade. In Kombination mit der Lighting-Mod Phoenix Lighting bekommt das Spiel fast schon Next-Gen-Charakter. Das war's auch schon mit unserem Video. Na, spielt ihr noch eins dieser Games in dieser Liste? Und welche Mod fandet ihr denn am beeindruckendsten? Schreibt uns mal eure Gedanken in die Kommentare. Wir sind echt gespannt auf eure Meinung. Das war's jetzt erstmal mit Wissenswert.
Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut und haut rein!